Sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn diese Idee, die Sie gerade gehört haben, die Motion des heutigen Abends, zuerst ziemlich neu und innovativ klingt, ist sie das eigentlich gar nicht. Es ist heute schon so, dass sehr viele Gerichtsverfahren öffentlich ablaufen und es ist heute auch schon so, dass man das Gerichtsverfahrensurteil sich nachher durchlesen kann und sehen kann, was da eigentlich für ein Urteil gesprochen wurde. Aber wir glauben, dass das nicht ausreicht. Wir glauben, dass die Transparenz, die wir bei Gerichtsurteilen brauchen, die Kontrollierbarkeit, die wir bei Gerichtsurteilen brauchen, dass die heutzutage nicht gegeben ist. Und dass wir die dadurch hinkriegen, dass wir eben dieses Gerichtsurteilverfahren vollständig aufnehmen und sich nachher für jeden einsichtlich im Internet anbieten, dass man sich diese Gerichtsurteile angucken kann und nachvollziehen kann. Es geht nämlich nicht so sehr darum, welches Urteil zum Schluss gesprochen wurde, sondern es geht vor allem auch darum, wie es zu diesem Urteil gekommen ist. Und wir glauben, dass dieser Weg dahin ein sehr, sehr wichtiger ist. Und nur wenn man sehen kann, wie es genau zu einem Urteil gekommen ist, ist dieses Urteil, was letztendlich gesprochen wird, auch nachvollziehbar. Und Nachvollziehbarkeit, das ist einer meiner größten Punkte, und der andere große Punkt ist Öffentlichkeit. Also wir glauben, wir müssen zum einen die Öffentlichkeit vergrößern, die wir bei Gerichtsverfahren haben, und zum anderen müssen wir die Nachvollziehbarkeit steigern. Um nochmal das Problem genauer zu erklären. Wie ist das heute bei den meisten Gerichtsverfahren? Es gibt Gerichtsverfahren, die sind zwar öffentlich, aber die guckt sich erstmal keiner an, weil sie keinen interessieren. Dann haben wir im Nachhinein das Problem, wenn sie sich keiner angeguckt hat, dann ist es schwer nachher zu kontrollieren, was ist da eigentlich schiefgelaufen, warum ist dieses oder jenes Urteil gesprochen worden. Oder es gibt vielleicht Journalisten, die sich das angeguckt haben, aber dann hat man eine sehr, sehr gefilterte Meinung. Es ist auch schwer für mich nachher, wenn ich lese, was ein Journalist zu einem Urteil sagt, nachzuvollziehen, ob das jetzt so gerechtfertigt ist oder nicht. Ich habe zum Beispiel mal ein Gerichtsurteil gelesen, wo ein Neonazi einen älteren Mann erstochen hat, weil er sich so sehr von ihm bedroht gefühlt hat, dass er in die Treppen runterstoßen konnte und hatte irgendwie Todesangst. Und das hat als Rechtfertigung genommen, diesen älteren Herrn 16 Mal in die Brust zu stechen und er war tot. Letztendlich wurde dieser Nazi freigesprochen, weil er aus Notwehr gehandelt hat. Für mich vollkommen unnachvollziehbar. Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie ist das so gekommen? Ich kann jetzt lesen, was dieser Journalist geschrieben hat, und der meinte auch, es sei nicht nachvollziehbar. Aber ich denke, dass die meisten Gerichtsurteile schon richtig sind. Ich glaube, dass unsere Richter gute Arbeiter sind. Aber ich glaube auch, dass es nie schaden kann, und das ist mein erster Punkt in der Öffentlichkeit, wenn wir den Richtern mehr auf die Hände kommen. Es wird zwar immer gesagt, Justitia sei blind, aber ich glaube, anstatt eine blinde Justitia sind ganz, ganz, ganz viele Augen noch besser. Ich glaube, je mehr Augen wir auf ein Gerichtsurteil bringen, desto besser, desto kontrollierter ist dieses Gerichtsurteil und desto nachvollziehbar wird es. Hör zu, Julian. Wenn es viele Leute gibt, die sich etwas angucken, dann setzt das diesen Richter natürlich unter Druck. Aber wir glauben, wenn es um so etwas Wichtiges geht, wie Gerichtsurteile, wenn es darum geht, dass wir Leute in ihren Freiheitsrechten einschränken, dann können wir nie vorsichtig genug sein. Und wir sind genau dann am vorsichtigsten, wenn uns eben möglichst viele Leute kontrollieren. Und dafür brauchen wir die größte Öffentlichkeit. Und die größte Öffentlichkeit schaffen wir, wenn wir etwas auf Dauer speichern, wenn wir dafür sorgen, dass wir auf Dauer diese Sachen nachvollziehbar ins Internet stellen. Eine Frage. Wenn bereits jetzt Gerichtsverfahren öffentlich sind und meistens von Journalisten verarbeitet werden, warum ist euer Antrag ein Vorschritt? Wir glauben, dass es ganz viele Gerichtsurteile gibt, wo eben nicht genügend Leute drin sitzen oder gar keiner drin sitzt, die sich das angucken und trotzdem was schief läuft. Und wir glauben, dass es Journalisten gibt, die durchaus vorbelastet sind. Wenn Alice Schwarzer sagt, das Kachelmann-Urteil sei irgendwie ungerecht, dann kann sie das gerne finden. Aber es ist schwer für mich nachzuvollziehen, ob das jetzt wirklich gerechtfertigt ist. Und wir glauben, in einer Gesellschaft ist es wichtig, dass eben Gerichtsurteile nachvollziehbar sind. Weil Strafe zu sprechen in der Gesellschaft ist ein wichtiges Maß, was wir haben, um unsere Gesellschaft zu maßregeln. Und diese Maßregelung ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie eben nachvollziehbar ist. Wir glauben, zum einen haben wir diesen Anspruch, den Leuten zu erklären, warum ein Gerichtsurteil genau wie zustande kommt, aber zum anderen funktionieren die Strafzwecke, über die wir uns Gedanken machen, auch nur dann, wenn wir eben diese Öffentlichkeit und diese Nachvollziehbarkeit haben. Wenn wir über Generalprävention sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass eine Straftat sich nicht wiederholen sollte, wenn wir darüber sprechen, dass man nachvollziehen muss, warum ich für eine Straftat ein bestimmtes Urteil, wenn für eine Straftat ein bestimmtes Urteil gesprochen wird, dann schaffe ich das nur bei nachvollziehbarem Urteil, dann schaffe ich das nur, wenn wir eine Gesellschaft haben, die eben sehen kann, wie in ihrer Richtbarkeit bestraft wird. Und genau das schaffen wir am besten, wenn wir eben dieses ganze Verfahren uns angucken können und nicht nachher nur ein Urteil lesen können, was vollkommen entkoppelt von diesem gesamten Verfahren ist. Es ist häufig so, dass sehr, sehr viele persönliche Sachen in so einem Verfahren mit reinspielen, dass sehr viele Entscheidungen in so einem Verfahren mit reinspielen, wie
wie es genau zu dieser Straftat gekommen ist. Und wir glauben, dass man das nur dann erkennen kann, wenn man eben dieses ganze Verfahren sich anguckt. Und gerade wenn das wichtig ist, dann brauchen wir eben diese Öffentlichkeit. Ben, Frau. Wenn es dir also um eine Kontrollfunktion geht, Julia, warum glaubst du, dass Bild und Ton in ihrer Emotionalität optimal geeignet sind, um diese Kontrollfunktion auszuführen? Ich glaube, dass Emotion etwas ist, was in unserer Gesellschaft durchaus eine Rolle spielt. Ich glaube, dass wir in einer emotionalen Gesellschaft leben und wir emotionale Menschen sind. Und das eine Sache ist, die wir durchaus auch berücksichtigen müssen und berücksichtigen können. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Fall haben, dass wir eigentlich finden, und dass jemand ein Gerichtsurteil bekommen hat, eine Strafe bekommen hat, die wir für zu gering halten, aber uns dann dieses Verfahren angucken können und sehen können, das ist vielleicht ein total armer Hund gewesen. Der Mann hatte in dieser Situation vielleicht gar keine andere Möglichkeit zu handeln, auch wenn es falsch war, auch wenn es tragisch ist. Dann ist das okay, wenn wir Mitleid mit diesem Mann haben und deswegen eine Strafe verhängen, die vielleicht nicht ganz so groß ist. Und dann denken wir auch, dass das zu seiner Resozialisierung beiträgt. Wenn wir eine Strafe nachvollziehen können, wenn wir nachvollziehen können, dass diese Strafe angemessen ist, dann resozialisiert das nämlich ein Straftäter nur. Wenn er eine Strafe bekommt, von der die Bevölkerung glaubt, diese Strafe sei nicht angemessen, funktioniert das Prinzip der Resozialisierung. Weil Resozialisierung funktioniert nur dann, wenn ich als Bevölkerung nachvollziehen kann, was ist da eigentlich passiert. Und wir müssen die Möglichkeit, wenn wir sagen, wir möchten unsere ganzen Straftäter resozialisieren, dann brauchen wir die Möglichkeit, dass jeder nachvollziehen kann, wie ist es zu dieser Straftat gekommen, wie ist es zu diesem Urteil gekommen und wieso darf dieser Mitbürger jetzt wieder frei rumlaufen, jetzt wieder handeln, wer möchte. Und genau das schaffen wir eben durch unseren Antrag, dadurch, dass wir jedem die Möglichkeit geben, auf dieses Material zuzugreifen und eben diesen ganzen Prozess zu sehen. Im Verlauf dieses Prozesses zu sehen, wie ist dieses Urteil entstanden, was wurde gesagt, wie hat er sich vielleicht auch verteidigt, wie hat er sich nicht verteidigt und wie hat der Richter letztendlich sein Urteil gefunden. Und deswegen, damit wir eben diese bessere Kontrolle haben, damit wir zu gerechteren Urteilen kommen und damit die Strafzwecke besser funktionieren, stimmen Sie bitte für unseren Antrag. Dankeschön.